Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Wow! Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erklärt? Ich habe das Schwingungsmuster der Bogensehne verändert. Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Wir sehen uns! Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Oh!
müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Wie ist der Weg hier raus? Hier ist noch eins. Der hier heißt Ymir. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Was ist das? Seite fest. Schon, sie ist schon halb unten. Den Rest schaffen wir auch noch. Toll, damit Dinge zu zerschmettern. Junge, hierher. Ja, Vater. Noch eine Markierung. Fast oben sein.
Nicht mehr lange, Mutter. Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Du weißt, warum wir hier. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind überall. Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Idioten. Gehen. Von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind.
Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber Sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen, ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch! Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie? Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast.
dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Unglaublich, dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja. Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? Frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der Letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meiner Art? Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Wow. Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach, Frau. Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Was wollt ihr sonst noch von mir, hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich hab wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich die Kinder. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Thor-Statue. Noch eine Geschichte? Na schön. Es war einmal ein Förster. Er bat die Bäume des Waldes um einen Ast als Griff für seine Axt. Stattdessen gaben die Bäume ihm einen jungen Schößling, um ihre Äste zu behalten. Der Förster machte seine Axt. Dann ging er zurück und fällte damit die ältesten Bäume des Waldes. Nur weil ein Baum alt ist, muss er nicht weise sein. Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich.
sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Weiß nur nicht, wie wir sie erreichen können. Vorne! Die war da oben! Hier, Junge. Ja. Atreus, komm her! Komm schon, komm schon!
Junge, hierher. Jawohl. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Da! Ich hoffe, er kennt uns noch. Junge, hierher. Gut zu wissen. Wie geht es dir, Chauli? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Chauli. Kannst du das lesen? Ja, Vater! Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Vater, sie ist hier! Es ist so schön, dich wiederzusehen! Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her, sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie.
Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt. Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusst es auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt! Gern geschehen! Was sollte das denn? Wir können ihr nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge. Aber sie hat uns ja... Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frag ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Thank you.
Vimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein, erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt. Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen, Zauber? Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um ganz aufzuwachen. Ist der etwa kaputt? Komm, wie reden wir mit der Schlange? Auf dem Mittelpunkt der Brücke ist eine Plattform mit einem Horn. Bringt mich dorthin. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Tust du was Bestimmtes, Junge? Viel Spaß damit! Was brauchst du noch? Sag das mit Stolz, Wurzkerl! Immer wieder gern. Und jetzt raus hier. Das ist mein Wort. Was wollte ich noch erzählen? Jetzt halte meine Lippen an das Horn. Errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim.
Also gut, wünscht mir Glück. Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltenrune lernen, die die Reise nach Jötunheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, ihr wärt Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentürmen und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter.